Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Daily Shops. Heute einer ganz besonderen Folge, denn die heutige Folge wird euch präsentiert von Alienware. Die haben mir nämlich einen richtig geilen neuen Gaming-PC zugeschickt, den ich auch in Zukunft immer für meine Videos hier verwenden werde. Heißt also, in Zukunft wird der Daily Shop dann immer auf meinem neuen PC aufgenommen werden. Und da mich immer extrem viele Leute gefragt haben, was ich überhaupt für einen PC habe und was da so drin ist, das werde ich irgendwie in jedem Stream 1 Million Mal gefragt, habe ich gedacht, ich mache das einfach mal hier auch in dem Video. Heißt also, in Zukunft werde ich dann einfach mal auf dieses Video hier verlinken und sagen, ja, schaut euch das an, dort erzähle ich alles drüber. Also, ja, werde ich euch das Ganze jetzt mal hier kurz vorstellen. Und Alienware hat mir noch zusätzlich eine Maus, eine Tastatur, ein Headset und ein Mauspad geschickt, die ich an euch jetzt einfach verschenken kann. Also, ja, werde ich jetzt gleich auch noch ein bisschen was dazu erzählen. Alienware ist auf jeden Fall eine Firma von Dell. Das war mir ganz wichtig, denn ich benutze schon seit Jahren zum Beispiel Dell-Bildschirme und bin damit extrem zufrieden. Mir war halt persönlich wichtig, dass es eine Firma ist, hinter der ich auch selber stehe. Die haben mir auf jeden Fall jetzt einen richtig coolen neuen PC zugeschickt, den ich jetzt auch in Zukunft immer für meine Videos verwenden werde. Und es wird auch definitiv mehr als ausreichen, denn drin ist einmal ein i9, also ein Intel-CPU der neuesten Generation, dazu noch eine Nvidia RTX 2080 Ti und auch noch 32 GB DDR4 Arbeitsspeicher, den man sogar noch overclocken, also übertakten kann. Das Ganze kommt verpackt in einem richtig nicen Gehäuse, gefällt mir sehr, sehr gut, ist auch noch so ein bisschen LED beleuchtet, was ich immer ganz nice finde, wenn es halt zur Maus und Tastatur bei mir passt. Ich habe das Ganze auch schon in-game getestet und man hat richtig gute FPS, ich hatte alles auf episch gestellt und hatte trotzdem richtig gute FPS und lief alles sehr, sehr flüssig, deswegen ja, bin ich jetzt zufrieden, kann ich auch in Zukunft halt häufiger mal wieder auf episch spielen. Ich werde euch auch nochmal den Link zu dem PC unten in die Videobeschreibung packen. Da kann man sich das Ganze nochmal genau anschauen, falls ihr euch dafür interessiert. Und ich glaube, man kann das Ganze auch dort ein bisschen konfigurieren. Also falls ihr zum Beispiel selber nach einem PC schaut, kann man das dort auch ja halt konfigurieren, den PC, wie man den halt haben möchte. Dazu hat mir Alienware auch noch einfach überraschend eine Maus, eine Tastatur, ein Headset und Mauspad geschickt, die ihr jetzt hier im Hintergrund mal sehen könnt. Mega nice, die kann ich nämlich an euch jetzt hier einfach verlosen. Das heißt, ich verschenke jetzt die Sachen, die mir da Alienware noch zusätzlich zugeschickt hat, einfach an euch unter allen Kommentaren. Werde ich das machen. Heißt also, wenn ihr die gewinnen wollt, einfach einen Kommentar hier unter dieses Video schreiben und dann kann man die gewinnen. Ich denke, ich werde die Auflösung so in 2-3 Tagen machen, dass ihr halt genug Zeit habt, da alle einen Kommentar zu schreiben. Ich werde euch auch die Sachen, was das genau ist, also welche Maustastatur und so weiter, werde ich euch in die Beschreibung packen, dass ihr da auch Bescheid wisst, was man da gewinnen kann. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank an Alienware fürs Zusenden der ganzen Sachen. Wirklich eine mega coole Aktion. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt schon zum heutigen Fortnite-Shop. Let's go! So, im heutigen Shop haben sich wieder beide Seiten geupdatet und wir haben mal wieder den Motten-Skin drin. Was heißt mal wieder. Der ist heute erstmalig zurück im Shop. Der kam vor knapp 2 Monaten raus, war seitdem nicht ein einziges Mal mehr im Shop und ist heute wieder im Shop verfügbar. Dazu haben wir noch den Omen-Skin und die rechte Seite werde ich jetzt auch gleich nacheinander vorstellen. Fangen wir wie immer schnell mit dem Mod Mando-Skin an. Also ganz links auf der Seite, das ist der Skin. Er kostet 1500 V-Bucks und ihr seht schon, er hat so einen kleinen Partikeleffekt hier dran, wo aus seinem Schnabel, Rüssel nennt man das, weil ich wollte gerade Schnabel sagen, aus seinem Rüssel kommen so Partikeleffekte raus. Auf dem Rücken hat er noch einen ziemlich coolen Backpack und zwar diese Flüge hier, die sich auch so anlegen, wenn man damit rumfliegt. Ja, deswegen coole Flüge auf jeden Fall. Der Backpack ist meiner Meinung nach ziemlich nice. Der Skin selbst ist auch auf jeden Fall in Ordnung. Dazu gibt es auf jeden Fall noch die Lampenhacke für 500 V-Bucks. Einfach eine Stehlampe. Ich denke mal, viele von euch kennen das Meme mit der Motte und der Lampe. Ich spiele mal kurz den Sound ab. Und als letztes im Set haben wir dann noch den Flatterkäfer. Eine mechanische Motte. Man sieht es hier schon, die auch die Flügel so bewegt. Ja, auch ganz cooler Gleiter für 800 V-Bucks auf jeden Fall in Ordnung. Dann kommen wir schon zum nächsten Slot und zwar haben wir da den Omen-Skin drin. Für 2000 V-Bucks ist man wieder drin. Dazu natürlich auch wie immer die Orakelhacke für 1200 V-Bucks. Diese Orb-Hacke. Orb gibt es ja schon als Backpack für die weibliche Version vom Skin. Und hier beim männlichen Skin ist sie halt in dem Stab mit drin. Ich spiele mal kurz den Sound ab. Genau, das war es dann schon zur linken Seite. Kommen wir jetzt zur rechten Seite des heutigen Shops. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Mal schauen, ob wir heute wieder die 3000 Likes packen. Also ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Im ersten Slot der rechten Seite haben wir dann die Stahlsicht drin für 1500 V-Bucks. Einer der hässlichsten Skins überhaupt. Gefällt mir leider gar nicht. Sie haben den Backpack mal ein bisschen überarbeitet. Früher war diese Antenne und dieser Schlauch hier, die waren auch gleichfarbig wie der Backpack. Also es war kein Farbunterschied. Es war einfach nur ein silberner Kasten. Den haben sie jetzt ein bisschen aufgehübscht, trotzdem immer noch kein cooler Backpack und auch der Skin selbst ist leider nicht so nice, würde ich also daher nicht empfehlen. Dann haben wir noch den Knochenlos-Emote drin, den ich ziemlich cool finde für 500 V-Bucks.
Den kann man sich auf jeden Fall gönnen. Dann gibt es noch den Grill-General für 800 V-Bucks. Ein ziemlich preiswerter Skin dafür, dass er doch ziemlich cool und aufwendig gestaltet ist. Kann man sich also auf jeden Fall holen. Dann haben wir noch die Nachteule drin für 800 V-Bucks. Da muss ich sagen, finde ich die Hacke vom Wukong ein bisschen cooler. Die schaut relativ ähnlich aus und hat dafür noch so einen Leuchten, so glühenden Effekt, was ich persönlich ein bisschen cooler finde. Deswegen, ja, würde ich, wenn die beiden mal wieder in den Shop kommen, wahrscheinlich eher die empfehlen. Und die V-Bucks, für die würde ich wahrscheinlich eher sparen. Den Sound spiele ich natürlich trotzdem ab. Dann kommen wir schon zum, vorletzten Item des heutigen Shops, und zwar dem Emote-Meme-Spiel für 500 V-Bucks. Man macht so ein bisschen Pantomime, als wäre man in einer Box gefangen. So eine Art Fahrstuhl. Genau, und am Ende noch so dieser Freudendance. Jo, das war schon der Emote. 500 V-Bucks kostet das Ganze. Und im letzten Slot des heutigen Tages haben wir dann den fliegenden Fisch für 500 V-Bucks. Ja, ist jetzt nicht ganz so mein Fall. Ich habe ihn, glaube ich, ein oder zweimal gespielt, seitdem er rauskam. Würde ihn also jetzt nicht so besonders empfehlen. Und das war es dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auch mal Spaß gemacht, hier ein bisschen was anderes am Start zu machen. Also hier dieses, ja, so ein bisschen Hardware- und Technik-Sachen zu machen. Ich könnte mir sogar vorstellen, sowas mal häufiger zu machen. Also jetzt nicht jeden Tag oder so, aber so ab und zu mal auch so ein extra Video dafür zu bringen, weil ich einfach selber halt so ein bisschen technikbegeistert bin und ja, mich dafür interessiere, und vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen auch, deswegen könnte ich mir durchaus vorstellen, das mal ab und zu bringen. Und ich hoffe, das Video hat euch, wie gesagt, gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, und falls ihr neu seid, könnt ihr gerne jetzt natürlich auch abonnieren und wie immer auch rechts zum Abstimmen, wie ihr den heutigen Shop so fandet, also top oder flop. Und ja, nehmt auch unbedingt am Gewinnspiel teil. Ich verlose ja heute die Hardware, die mir Alienware zugesendet hat, also schreibt ihr unbedingt einen Kommentar noch schnell runter hier unter dieses Video, einfach irgendwas schreiben. Ich verlose dann unter allen Kommentaren die Maus, Tastatur, Headset und so weiter. Also ja, ganz viel Spaß damit, und dann hören wir uns morgen wieder zum nächsten Daily Shop. Bis dahin, macht's gut und haut rein. Tschüss!